Hallo, liebe Cupcakes! Ich habe heute ein Päckchen bekommen! Juhu! Und wir gucken jetzt zusammen mal rein. Ich weiß nämlich schon, was da drin ist. Aber ich will es mit euch zusammen aufmachen. Und zwar habe ich bei der lieben Gabi, der Fimora, hier auf YouTube, die habe ich bei ihrem Contest gewonnen gehabt. Und ich hatte den ersten Preis und ich durfte mir etwas aussuchen, was sie mir fimuliert. Und das weiß ich schon, was da drin ist. Und ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Und ich hoffe, nein, ich verrate es euch jetzt nicht. Ich werde euch mal sagen, ratet mal, was sie mir gebastelt hat, ob ihr es wisst. Schreibt es mir mal unten hin. Und dann, ja, bleibt dran und wir schauen was da rein. So, ich habe das Päckchen jetzt schon mal aufgeschnitten, damit es einfach schneller geht. Also die liebe Gabi hat auch einen YouTube-Kanal und eine Facebook-Seite und die werde ich euch nochmal verlinken. Und sie hat das hier so toll eingepackt mit dem rosa Klebeband und dann mit diesem Schutz zum Aufschneiden. Es ist ja eine geniale Idee. Und sie hat mir schon gesagt, dreh das Päckchen um, ich mache die Adresse auf die Rückseite. So ist es einfacher beim Auspacken und das ist eine super coole Idee. Das werde ich mir jetzt mal abgucken. Und oh, sie hat das so wunderschön eingepackt, guckt mal. Also, herzlichen Glückwunsch, liebe Becky. Ich wünsche dir nachträglich zu deinem Geburtstag alles Liebe und Gute und natürlich viel Freude mit deinem Gewinn. Liebe Grüße, Gabi. Das ist ja süß. Also, sie hat mir sogar noch etwas zum Geburtstag mit reingepackt. Ach nein, wie süß. Und mit so tollen Stickern hier. Oh, ist das schön. So, ich mache das mal auf. Da hat sie mir wahrscheinlich... Oh, oh, ist so wunderschön eingepackt. Also Gabi und ihre Mutter sind so kreativ begabt. Das glaubt ihr gar nicht. Also dagegen stinken wir alle total ab. Und ihre Päckchen sind wirklich legendär. Ich kann euch gerne mal... Also ich verlinke euch auf jeden Fall ihren Kanal. Sie macht so wunderschöne Sachen. Und da hat sie mir hier so Sticker, Happy Birthday Sticker mit reingelegt. Die sind ja toll. Wow, viel zu schade, um sie zu benutzen. Also die sind ja schön. Richtig cool. Ja, und dann hat sie hier noch so, oh wie cool, so Doolies reingepackt. Also das sind so Untersetzer für, naja, für Cupcakes oder sowas oder für Tassen. Das kann man so, oh, sind die wunderschön. Oh, die nehme ich auf jeden Fall zum Fotografieren meiner Sachen. Die finde ich richtig cool. Und dann sind hier noch so 3D-Sticker drin, so glitzy mit Vögeln und... Oh, wie wunderschön. Flower Stickers, ja. Ach, toll. Oh, Dabi, oh, vielen Dank. Oh, du hast viel zu viel reingepackt. Das hätte gar nicht sein müssen. Oh, nein. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh, ist wunderschön hier. So eine Tüte. Und da sind alle möglichen Sachen drin. Organza-Band in Blau. Oh, ich kann ich super verwenden für meine Schleifen. In Rot und in Blau. Dann hat sie mir hier reingelegt... Noch blaues Band und oh, so maritim mit, oh nein, süß, mit Erdbeeren. Oh, oh wie geil. Oh, Gabi, ich liebe dich jetzt schon. Oh nein, und so süßes Klebeband mit Kitties drauf und mit Mickey Maus, also Minnie Maus. Oh, süß. Die sind ja herzallerliebst. Oh Mann. So. Oh, ist so viel drin. Ich dachte, ich hätte nur eine Figur gewonnen und nicht so viel. Also da ist schon mal drin, was ich gewonnen habe. Und wenn ihr jetzt alle richtig geraten habt, dann seht ihr das schon an dem Namen. Das machen wir gleich auch. Dann gucken wir mal in die Tütchen, die sie hier so liebevoll reingelegt hat. Da sind Cabochons drin. Einmal wunderschön eingepackte Rosen-Cabochons. Dann hat sie hier so, oh, sie niedlich, diese zum Aufkleben, diese Herzchen. Die finde ich auch klasse, also für Karten und so. Dann hat sie hier Perlen mit reingelegt. So neonfarbene und diese hübschen rosa-lilanen. Kann ich auch sehr gut gebrauchen jetzt gerade. Ich habe so viel Material noch über von der Messe, da werde ich so viel basteln noch. Oh, wunderschöne Perlen. Oh, sind die toll. So, was haben wir hier noch? Ein kleines Säckchen. Glöckchen. Dann... Glitzerröschen. Oh, so Metallrosen, so ganz kleine. Die sind, glaube ich, auch für Scrapbooking, aber man kann die auch für allen möglichen anderen Kram benutzen. Sehr cool. Ich muss jetzt endlich anfangen mit Karten basteln. Geht gar nicht mehr. Oh, dann habe ich hier noch Material. Oh, wie schön. Oh, wie cool. Kann ich immer gebrauchen. Silberne Karabiner. Ja, Ringe in verschiedenen Größen. Ich schmeiß das mal kurz beiseite, damit ich mehr handfrei habe. Ja, so diese Bandklemmen, die nutze ich ja auch super gerne. So, und da war es soweit, der Akku ging aus.
Ich hatte vorher schon zu viel aufgenommen und ich habe schon gewusst, der blinkt die ganze Zeit. Irgendwann jetzt ist es geschehen. Und das war geschehen. So, ich zeige euch nochmal, das Letzte, was ich in der Hand halte, waren die Silbersachen. Und darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut, weil das sind alles so Materialien, die kann ich sehr gut gebrauchen. Kettelstifte gehen absolut immer, brauche ich jetzt sowieso wieder. Und Ringe und Karabiner sind immer wichtig. Bandklemmen, da möchte ich jetzt auch so viel draus machen. Und diese wunderschöne Verschluss, da werde ich irgendein schönes Armband draus zaubern. Ja, also wirklich toll. Vielen Dank, Gabi. Und jetzt machen wir noch das letzte Tütchen hier hinten auf. Und schauen mal rein, was da noch so drin ist. Und da sind auch noch Materialien drin, die mich wunderbar anlachen. Und zwar immer eine rote Kette. Die ist auch wunderschön. Ich kenne bis jetzt nur rote in matt. Und das hier ist jetzt wirklich mal eine, die glänzt. Und da könnt ihr sehen, die glänzt so wunderschön. Dann hat sie mir noch mit reingepackt Bronzeringe und Bronzekettelstifte. Sehr cool. Kann ich auch immer sehr gut gebrauchen. Ich glaube, Bronzekettelstifte mit Eikopf habe ich wirklich in letzter Zeit keine mehr. Da muss ich mal gucken. Und dann hat sie mir hier noch so richtig tolle Medaillons mit reingelegt. Und da werde ich auch was Schönes draus zaubern. Danke, danke, liebe Gabi. Und jetzt mache ich mal das hier auf, wo Happy Birthday draufsteht. In diesem wunderschönen Päckchen mit der Prinzessin drauf. Und ich glaube, es war auch alles. Ja, es war alles. Ich nehme das mal weg, dann haben wir ein bisschen mehr besseren Hintergrund. So, und jetzt schauen wir mal, was da drin ist, was sie mir zum Geburtstag geschickt hat. Damit Bitchy nicht so alleine ist. Ach nein, wie süß. Ja, die machen wir gleich noch auf. Und jetzt gucke ich mal. Oh, 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 Wahnsinn. Oh nein. Also erstmal in dieser wunderschönen Dose hier mit diesem Herzkissen hat sie mir etwas, was sie formuliert hat, mit reingelegt. An so einem wundertoll, also so eine schöne Farbe vom Band. Also es ist wahnsinnig schön. Und zwar so ein Anhänger. Und das ist ein kleiner Drache. Oh, ist der niedlich. Ist der süß. Und der hat Ohrringe. Wie cool ist das denn? Oh, ich könnte das gar nicht sehen. Der hat Ohrringe. Ist der süß. Und der hat, ich glaube, den hat sie eingefärbt mit dieser Technik halt, dass man den mit Lidschatten einfärbt. Da muss ich auch unbedingt mal mit arbeiten. Das habe ich nämlich auch noch gar nicht gemacht. Und der hält hier eine Perle in den Händen. Und ich finde ja, sie macht die Augen so toll, ne? Es tut mir leid, wenn meine Kamera jetzt nicht ganz so scharf wird. Ich spare ja schon auf eine neue, weil die einfach nicht mehr so gut ist. Leider. Aber der ist ja wunderschön. Jetzt kommt er hier wieder rein. Ich habe euch eigentlich seit Ewigkeiten mal den Tag versprochen, was ich so an Selbstgemachtes habe. Weil ich damals von der, ich glaube von der Muffin wurde ich getaggt. Also wenn euch das noch interessiert, dann schreibt mir das mal rein, ob ihr gerne den Tag sehen wollt, was ich alles von anderen so besitze, gekauft, getauscht, bekommen habe. Jetzt habe ich natürlich keine Schere gerade hier. Ach, wie süß und Disney. Klebeband. So, und jetzt blinkt mein Akku schon wieder. Er ist heute echt überlastet. Jetzt hoffe ich, dass das noch hält. Und zwar... Oh nein, wie süß. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist die süß. Und die ist so groß und so schwer. Das ist Bitchy auf einem Kissen. Wer es unschwer erkennen kann. Oh, der hat genau ihr Gesicht. Meine Güte, ich muss jetzt, ich gucke sie mir gerade durch die Kamera an, ich muss sie mir gleich nochmal im Original angucken. Die hat echt so, sie hat ihr, ich glaube das sind richtige Glasaugen, die mit reingearbeitet sind. Die sind ja absolut cool und die Ohren und guck mal von hinten, ist sie nicht wunderschön. Wow, oh Gabi, du bist echt eine Künstlerin, Wahnsinn. Wahnsinn, ich hoffe die kann stehen. Doch, sie kann stehen. Also vielen Dank, liebe Gabi. Oh, das sind wunderschöne Sachen. Ich freue mich riesig über diesen Preis, dass ich überhaupt was bei dir gewonnen habe. Das ist so unglaublich cool. Dankeschön. Ich hoffe, wir haben auch irgendwann mal Zeit für ein Tauschpäckchen. Ja, ich freue mich so sehr darüber. Sobald mein Bachelor rum ist, werde ich auch wieder welche machen. Und vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in diesem Unboxing-Video. Und schaut bitte bei ihr vorbei. In der Infobox findet ihr ihren YouTube-Kanal, ihre Facebook-Seite. Und ja,
unbedingt reinschauen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen kreativen Tag. Ich hoffe, ihr habt, ihr habt was Schönes gemacht und hattet Spaß daran. Und ja, ich muss mich jetzt hier an diesen nochmal Satz sehen. Bis bald, Matane, macht es gut. Tschüss.